Willkommen zurück zu einer weiteren schmuddeligen Folge Saw 2 Flesh and Blood. Freut mich, dass du da draußen wieder reinschmuddelst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter, ihr wollt ein wenig supporten. Ganz easy, einfach nur eine klitzekleine Bewertung reindudeln. Gerne auch kommentieren. Amandas Falle. Amanda Young war an einen Stuhl gefesselt. Nadeln steckten in ihren Armen. Jigsaw hat gesagt, dass ich in meinen eigenen Spritzenstuhl sitzen müsste, um ein entsetzliches Spiel zu spielen. Farbige Ampullen mit einem Gegengift wurden in einer großen Maschine verarbeitet. Wenn ich nicht in der Lage wäre, die Farben richtig anzupassen, würden wir beide sterben. Sie wurde von einem Mann in einer Schweinemaske entführt. Ich weiß es aber nicht mit Sicherheit. Amanda wurde seitdem nicht mehr gesehen. Ich denke, dass sie untergetaucht ist. Und wer kann es ihr verdenken? Tja, wer kann es ihr verdenken? Der alten Amanda. Der geliebte Sicherungskasten. Was würde ich nur ohne ihn tun? Vorsicht. Na, hier lang. Hier. Bringt mir gar nichts. Okay. Gut, so schon mal nicht. Aber so. Dann. Und der letzte, Mr. Blue. Kaboom. Okay, was ist da explodiert? Oh nee. Alter, wann hat er den denn endlich mal endgültig gekillt? Was? Alter, was ist das bitte schön für ein Speedy Gonzales? Ey, der war ja so schnell. Was willst du denn da machen? Ich dachte, ich habe dann wenigstens so ein bisschen Spiel. Ne? Also der wird von der Kette gelassen und ich war ja schon quasi durch. Okay, wenigstens lande ich hier unten. Gott sei Dank konnten wir hier speichern. Oh nein, ich muss jetzt jedes Mal hier den Kasten lösen. Ab und zu sind die Checkpoints schon ziemlich räudig. Amandas Akte. Wieder ran an meinen geliebten Kasten. Der natürlich auch immer random ist. Einmal. Wird nix. Aber das sieht gut aus. So, mein Kumpel. Mein alter Freund, der Psycho. Okay, hier kommt er nicht mehr hin. Alter, zieh ihn zurück. Zieh den verdammten... Guck mal, ich war ja schon hier. Da kam er immer noch hin. Okay, das war aber erst Teil 1, oder? Boah, renn, Alter, renn, 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 renn. Wow, war der schon wieder von der Kette? Alright. Ich trau mich nicht. Nee, 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 wir warten. Wir müssen, sonst kriegt er mich wieder. Jetzt hat er einen Hänger, klar. Jetzt, ne? War der letztes Mal nicht tot? Er hat doch einen Stromschlag bekommen. Hat es ihn nur betäubt, oder...
Do you trust in your drug dealer, Chuck, with your life? But your trust was misplaced, and he sent you to prison for a crime you did not commit. In prison, your addiction became worse. You are chained now to your addiction, just as you are chained to this wall. Break the cycle, you must move past your addiction and bring someone else with you to the wall. Ensuring they live will be tricky. You have razor blades embedded in your arms. Do not become a murderer, Robert. Jennings Falle. Jennings Foster war unter einem großen Pendel festgebunden, ganz wie Seth Baxters Falle. Dieses Mal jedoch war sein Schicksal nicht in seinen eigenen Händen, dafür aber in meinen. Ich musste eine Serie von Triebwerken miteinander verbinden, um den Abwärtsmechanismus des Pendels umzukehren. Er ist seit Whitehurst krankheitsbedingt arbeitsunfähig. Er besucht mich manchmal, um zu sehen, wie es mir geht. Ach, wenigstens mal einer! Gedankbar ist, dass ich ihn gerettet habe damals in Saw 1. Ein Mensch, der mich nicht hasst dafür, dass ich sein Leben gerettet habe. Wow, wow, wow. Tja. Da war es ja der gute alte Jiggy. Der plant alles immer sehr genau und sehr akkurat. Hinten ist es dunkel. Das bedeutet doch eigentlich immer, dass da irgendwas rumliegt. Was ist das? Wasser? Ja, aber diesmal liegt hier nichts rum. Na gut. Ich meine, was will ich auch mit so einem dämlichen Hautlappen? Ey, der gibt einfach nicht auf und ist der schlechteste Schütze überhaupt. Alter, du solltest fürs Imperium arbeiten. Da wärst du gut aufgehoben. So, wo geht der hin? I've got the power here. Hit me with the stick. Können wir den endlich töten, den Dude? Warum müssen wir dem sein Leben retten? Hat er es denn verdient? Wow, ey. Wie er mich noch trifft. Yikes. Tja, dem seine Zeit ist abgelaufen. Okay, wir warten. Er hat unendlich Kugeln, der Typ. Komm, geh rein! Ey, beinahe wäre ich wieder angeschossen worden. Alter, der will aber auch Michael unbedingt tot sehen, ne? Also ich meine Jigsaw. Er schickt Michael durch die Hölle. Alle anderen haben eine Aufgabe, Michael hat einfach 100. Okay, wieder irgendwas, was man ziehen und schieben und pressen muss. Von der anderen Seite blockiert. Was denn auch sonst? Ach so, das kann ich, na klar. Ich dachte, ich muss die Tür noch entriegeln oder sowas, aber... Here we go. Jetzt komme ich aber nicht hier hin. Ha. What nu? Was haben wir hier? Nichts. Aber das Ding kann ich ja nicht bewegen. Wenn ich jetzt durchgehe, bin ich tot? Oh. Oh, das wird ätzend.
Eieiei, ich muss wieder hier hinten in die Ecke. Da kannst du dich ja gar nicht konzentrieren. Ja, ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool. Okay. Alright. Okay, mal hör auf! Oh, okay, es geht weiter. Hör auf, du musst erstmal wieder weg. So. Ja, das sollte man eigentlich auch entschärfen können, aber irgendwie habe ich es blockiert. Nein, das gibt's doch nicht! Ja, super. Da haben wir das auch mal gesehen. Das ist ein ziemlich übler Tod. Besonders, weil er halt auch wirklich zerfetzt wird. Von der anderen Seite blockiert. Ich muss erst das Ding lösen. Ich wusste ja nicht, dass es dann unlösbar ist. Huh. Okay, man muss erst das hier lösen. Verstehe. Alright, here we go. Cool. Ich bin hinten in der Ecke. Okay, bin ich hier sicher? Alter! Oh, das ist ja richtig stressig. Oi. Okay, hier brauche ich irgendwas anderes, aber hier wird es wahrscheinlich auch nochmal Stress geben. So, jetzt schieben. Ey, das ist echt mies, wenn du es nicht weißt, ne? Kannst dich eigentlich direkt umbringen. Kannst dich direkt wegömmeln. Okay, jetzt ist es nochmal unangenehm. Okay, nochmal weg. Wieder ran. Okay, das kann man nicht weiterschieben. Diesmal spielen wir, by the way, auch ein anderes Ende. Dazu werde ich ja nochmal was zum Ende sagen. Aber ich habe schon alles so bedacht, ne? Weil wir haben ja noch ein Let's Play, aber da gibt es dann das Ende, was wir halt damals erspielt haben. Und jetzt haben wir ein neues Ende. Obis Falle. Obi Tate war in einem großen Verbrennungsofen eingesperrt. Er bestand darauf, dass er seine Falle selbst öffnen würde. Aber ich sah den einzigen Weg, ihn zu befreien, darin, die Gasleitung, die zum Brennen des Ofens Brenner des Ofens führten, umzuleiten. Er rannte kurz nach seiner Befreiung davon und verschwand.
Tja. Tja, tja, tja. Und wer ist da drin? Natürlich. Wer denn auch sonst? Ey, der Typ. Der Typ, Alter. Wow. Was muss ich hier machen? Ah. Okay, verstehe. Wo hängt das denn? Pff, keine Ahnung. Yikes. Okay, ich habe gesehen. Ja, wenn du stillhalten würdest, würde ich es vielleicht wegmachen. Dann könnten wir zusammenarbeiten. Du voll der... Was? Steckst du fest? Komm! Und so, liebe Kinder, macht man Marmelade. So, wahrscheinlich jetzt den Lift nehmen, wo er... Benötigt Schlüssel. Naja, looten kann ich hier nicht. Oder vielleicht doch, ich kann es hier wieder hochheben. Okay, jetzt will ich wissen, ob man den wirklich looten kann. Obwohl, wir haben es ja... Na, wir probieren es. Kann man ihn looten? Krass, kann man wirklich. Habe ich ihn damals gelootet? Ich weiß es nicht. Okay, hier brauchen wir einen Koppler oder was? Hey. Einmal. Kriegen wir dich ja noch rum? Ja. Oh, oh, wow. Was ist die Nummer hier? Alter! Ey! Wild. Oi! Schläger. Nicht mal einer mit Nägeln, sondern nur ein ganz gewöhnlicher Rottschläger. Nagel. Jeffs Fall. Falle. Jeff Reitenauer war ein großes Brett gefesselt, hinter welchem mechanische Stacheln saßen. Ich musste eine grausames Paarspiel spielen, bei dem jede falsche Antwort mit einem Stachel durch Jeffs Körper gestraft wurde. Zwei Tage nach der Flucht aus Whitehurst hat er sich in den Kopf geschossen. Oh, cool. Hat sich gelohnt, den zu retten. Hat sich mal wieder gelohnt. Und was wurde aus Jeff? Ja, jetzt wisst ihr es. Nix Gutes, liebe Kinder. Nix Gutes. Alright. Och, wie... Ey, was muss ich hier alles durchlassen? Achso, da krieg ich nur einen... Schnapp ihn dir. Wie einfach so ein paar Spritzen in seinem Unterarm drinsteckt. Er hat allgemein Nadeln, scheinen ihm nicht wirklich viel auszumachen. Moment mal. What? Aber wo hat dann der Aufzug hingeführt? All
Hey, warte mal. Cool. Ich weiß nicht mal, wo ich war. Das war jetzt mal wieder sehr toll. What? Oh nö, Alter. Das war jetzt aber nicht nochmal alles. Der Baseballschläger, ja gut, den hätte ich schon ganz gerne. Den hätte ich schon ganz gerne. Den Honkballknuppel. Okay. Ich will famous werden. Um jeden Preis. So, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Da müssen wir hier durch das Rad des Todes. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Ciao.